Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wer manifestiert denn schon seine Wünsche und ist im Schöpfergeist unterwegs? Doch gibt es da vielleicht ein paar Stolpersteine, wenn wir die Sprache nicht richtig wählen und vielleicht dann dadurch das Gegenteil manifestieren? Deshalb haben wir heute eine super Expertin da im Thema wertschätzende Kommunikation, unsere Karin Schrag. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo, liebe Karin. Hallo, liebe Corina. Also Karin, Corina, genau. Schrag. Super, schön. Jetzt haben wir die Sprache auch schon direkt richtig gestellt. Genau, geklärt, ja. Wundervoll. Ja, Thema Manifestation. Ich bin heute ganz glücklich, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Habe ja vor vielen Jahren auch schon eben Bücher, war ja so damals der Start, The Secret und so. Genau. Und dann hat man ja ganz arg drauf geachtet, eben die Sprache richtig zu kreieren. Ja, nicht zu sagen, ich möchte nicht krank werden. Genau. Ja, genau. Das sind ja so die Klassiker. Ja, genau. Und umso schöner, dass du heute da bist zu diesem schöpfungsgebenden Kommunikationsthema. Gerne. Ja. Thema Schöpfung. Kommunikation. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, auf die wir achten müssen? Ja. Also als erstes werde ich nicht müde, in Erinnerung zu rufen, dass wir mit unserer Sprache schöpfen. Und zwar immer. Konstant, ja. Die Frage ist nur, was schöpfen wir? Sprechen wir so unbewusst dahin und schöpfen dann eben vielleicht, was das uns gar nicht so genehm ist? Oder nutzen wir unsere Sprache bewusst, um das ins Leben zu ziehen und zu gestalten, was wir eben wollen? Also Sprache kreiert, schöpft, manifestiert immer. Wir dürfen uns bewusst sein, was es ist, was wir da tun. Und jetzt hast du die Wunscherfüllung ganz konkret angesprochen. Und da gibt es für mich so eine Formel, die hilft, das Richtige zu manifestieren, das, was ich wirklich will. Ja, und da gibt es drei Punkte, auf die ich achten kann. Und das eine ist, dass wir uns nicht etwas wünschen, was wir wollen. Also ich will mehr Geld haben, sage ich jetzt mal. Denn das Universum gehorcht uns aufs Wort. Und wenn wir mehr wollen, dann bekommen wir das mehr wollen. Ja, das Gefühl das wollen, bekommen. Genau, ja. Genau, richtig. Also erstmal, dass ich das Wollen in diesem Fall außer Acht lasse, ja. Sondern genau das sage, was ich mir wirklich wünsche. Das Resultat formuliere. Also ich habe viel Geld. Genau, ich habe viel Geld und dass wir dann, das ist gerade ein weiterer Punkt, dass wir nicht unbedingt darum bitten, sondern dass wir Danke sagen, dass wir in diesem Bewusstsein sind, wenn wir es uns wünschen, in diesem Moment manifestiert sich das ja schon bereits, dann ist es schon im Feld und dass ich dann eben sage, danke, lieber Gott, liebe Quelle, liebes Universum, was uns da halt am nächsten ist. Danke, dass du mir mehr Geld schenkst oder dass ich erfolgreich bin und nicht sein werde oder will. Ja, also nicht bitten, sondern Danke sagen. Die Dankbarkeit scheint ja auch ein großer Schlüssel eben auch zur Lebensfreude und zum Lebensglück zu sein. Ja, könntest du dazu noch ein bisschen was sagen, wie wir die Dankbarkeit in unser Leben bringen, wie wir es in der Umsetzung gestalten dürfen, dass es auch dann... Ja, also letzten Endes ist es ja ein Gefühl, das wir haben. Und das lässt sich nicht so einfach mit dem Instrument XY kreieren. Da ist schon halt auch die Voraussetzung, dass ich eine echte Dankbarkeit wirklich empfinde, dass ich sehe, was sich alles Schönes in meinem Leben befindet, dass ich eben auch dankbar bin für die Kreation, für das, was ich bis jetzt geschöpft habe, weil alles, was mich umgibt, ist letztlich meine Schöpfung. Und dass ich mich freue über das, auch wenn es halt vielleicht nicht so angenehm ist, wie ich mir das vielleicht wünsche, ja. Also das Gefühl der Dankbarkeit darf da sein und dann darf ich das natürlich auch mit Worten zum Ausdruck bringen und bewusst sagen, ich bin dankbar für alles, was ich im Leben habe und wirklich mal Danke sagen, wem auch immer, ja, dass ich das mit Worten dann auch äußere, dieses Gefühl.
Ich habe immer mal wieder gehört, dass es sowas wie Dankbarkeitstagebücher gibt. Und das hatte ich jetzt auch eine Freundin, die hat das eine ganze Weile gemacht. Sie sagt, das ist unglaublich. Du fängst total klein an, dir fällt kaum was ein. Ja. Und irgendwann manifestiert sich diese Dankbarkeit so, dass du dich wirklich dann auch über die Rose freust, die du beim Joggen gesehen hast, ja. Das ist ein wunderschönes Beispiel, ja. Das kann genau ein Instrument sein. Denn auch unsere geschriebenen Worte sind Worte, die wir zum Ausdruck bringen. Das braucht nicht immer eine mündliche Kommunikation zu sein. Und ja, ich finde das gerade ein wunderschönes Instrument, das du da erwähnst, ja. Wenn ich jetzt wirklich in die Formulierung gehe von Wünschen, es gibt ja so ein paar Standardwünsche, dass man wirklich optisch, ja, dass man sagt, hier, ich wünsche mir, besser trainiert zu sein oder Konflikte. Also fangen wir mal an mit dieser optischen Geschichte. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ja. Letztens hat jemand zu mir gesagt, wir Frauen haben immer so 3 Kilo Unzufriedenheit. Ja. Das ist so der Klassiker. Genau. Ja, das Optische spielt eine große Rolle. Also Bilder allgemein sind ja unfassbar kraftvoll. Wir haben schon Visionen erwähnt. Ja, es gibt nicht vergebens auch Unternehmensvisionen, denn sobald ein Bild da ist, manifestiert sich das? Ist das wirklich schon auf dem Weg, Wirklichkeit zu werden? Und deshalb sage ich immer auch in der Alltagssprache, ja, überleg dir erstmal, was du willst. Und in dem Sinne, indem du dir das bereits vollendete Resultat vor Augen führst. Also wie soll mein Zustand sein? Wie soll mein Gefühl sein? Und nicht, wie willst du dahin? Oder was soll nicht mehr sein, sondern du stellst dir schon das Endresultat vor. Und da gibt es ein schönes Buch, das ich kürzlich gelesen habe. Da ist nur so eine amüsante Begebenheit drin beschrieben, wo sich zwei Freundinnen im Wissen, dass ihre Worte Wirklichkeit werden, über Wochen hinweg erzählen oder so tun, als wäre ihr Wunsch bereits erfüllt und dann ganz konkret auch drüber sprechen. Cool. Ja, genau. Das Lustige an dieser Geschichte ist, dass die eine immer quasi die Wünsche der anderen in Worte gefasst hat. Ja, also wie beschrieben hat, du hast jetzt deinen Traummann schon gefunden und ihr seid so glücklich und all sowas. Und die andere Freundin, die wollte nicht einen Mann, sondern die wollte eben mehr Geld haben, mehr finanziellen Erfolg haben. Und weil die eine die Wünsche der anderen in Worte gefasst hat, hat die eine dann den Mann bekommen und die andere den finanziellen Erfolg, also gerade vertauscht. Ne? Aber das ist einfach ein schönes, amüsantes Beispiel, wie sehr uns wirklich Worte, wenn wir die laut äußern, schon so tun, als ob uns unseren Wünschen näher bringen. Ja. Also ich durfte selber auch die Erfahrung machen. Ich hatte mir gewünscht, am See zu leben und war auf einem Seminar vor vielen Jahren, habe das auch manifestiert mit einem Paper, hing auch schön in meinem Büro immer. Und meine Kinder wollten aber nicht wegziehen. Ja, also war das Seethema für mich ein ungreifbares Ziel. Ja, und der Sender hier ist aber direkt am See. Ja, und ich lebe jetzt auch hier. Meine Kinder durften dort bleiben. Ich pendel. Und es sind ja die Geschenke vom Universum, das hätte ich mir ja nie kreieren können. Ja. Ich habe ja wirklich nur das Ziel manifestiert, habe mich immer am See gesehen mit der Hose. Genau. Also Bilder wirken so Wunder. Schön, wenn es dann in Erfüllung geht. Und ich bin auch dann immer dankbar und sag, unglaublich, wie ihr das gemacht habt. Wäre ich selber nie drauf gekommen, aber... Richtig. Ja. Ja, deshalb darf man ja den Weg dann auch komplett offen lassen. Mhm. Ja, das wird auf bestem Wege für dich gemacht. Ja. Nur eben, also wir waren beim Danke sagen statt beim Bitte sagen. Ja. Dann ein zweiter Punkt dieser Wunschformel ist, dass ich natürlich eben positiv rede und nicht negativ. Also nicht, was ich nicht mehr haben will, sondern was ich mir denn wünsche, dass ich das benenne in diesem Satz. Und das Dritte ist auch, dass ich das in der Gegenwart und nicht in der Zukunft formuliere, rein grammatisch. Also, dass ich nicht sage,
Danke, dass ich dann irgendwann mal ein Haus haben werde, sondern dass ich einfach sage, danke, dass ich in diesem wunderschönen Haus leben darf oder dass dieses Haus zu mir kommt. Gegenwart formulieren. Mhm. Und dann hast du eine sehr schöne Wunschformel, die erfolgsversprechend ist. Es gibt ja aber auch dieses eine Thema. Angenommen, ich hätte jetzt Übergewicht, sagen wir mal 20 Kilo zu viel, und ich stehe jetzt vor dem Spiegel und sage, ich bin so dankbar, dass ich schlank bin. Ja. Und dann gibt's ja einen inneren Kritiker, einen Widerstand, der sagt, Ja. Willst du mich veräppeln? Absolut. Nee, es muss sich für dich wirklich fühlbar und erreichbar anfühlen. Fühlbar anfühlen. Das kannst du durch eine gewandelte Formulierung erreichen. Also wenn dir das jetzt zu abstrus vorkommt und du genau weißt, jetzt belüge ich mich selber, dann wird das auch nicht funktionieren. Ja. Wenn du hingegen eine Formulierung findest, mit der du dich innerlich einverstanden erklären kannst, beispielsweise, ab dem heutigen Tage komme ich meinem Wunschgewicht immer näher. Da kannst du innerlich sagen, ja doch, ich bin auf dem Weg dahin, das ist jetzt noch nicht so, aber jeder Tag führt mich näher daran, ne? Dann funktioniert das dann auch. Also es gibt schon Wege, es braucht vielleicht ein bisschen Kreativität, um diesen Wunsch so zu formulieren, dass du einverstanden bist mit dir selber und dennoch diese Regeln einhalten kannst. Jetzt gibt's auch Konfliktsituationen, wie zum Beispiel familiäre, innerfamiliäre Dispute mit den Kindern vielleicht oder mit dem Partner. Man wünscht sich, dass der Partner gewisse Schritte geht. Das sind wir Frauen ja Spezialisten. Ja. So, das sind ja genauso, wenn ich in diesem Feld diesen Weg kreiere, dann öffnet sich ja, aber wie mache ich das? Ja. Grundsätzlich ist es schon so, du kannst nur für dich selber kreieren. Das ist einfach so. Du darfst es dir aber wünschen. Nur wenn es ein Wunsch ist, den du an deinen Partner äußerst, dann darfst du das in einer Haltung tun, dass dieser Partner dann Ja dazu sagen kann, aber auch Nein. Weil es ist ein Wunsch von dir. Und ein Wunsch ist ein Wunsch, das heißt, es ist kein Befehl. Ja, es sollte keine Erwartung sein, die du damit verbindest. Das wird er ohnehin spüren und dann vielleicht umso mehr blockieren. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich merke, dass eine Erwartung damit verbunden, ich wünsche mir, dass du dich doch ein bisschen mehr bewegst, ja, ne, dann tut sich bei mir alles zu. Ja. Wenn es hingegen wirklich ein offener Wunsch ist, dann weiß ich Bescheid, dass du dir das wünschst. Ich weiß aber auch, dass du mir die Luft lässt, diesen Wunsch zu erfüllen oder eben auch nicht. Ja, also du darfst Wünsche an deinen Partner, deine Partnerin richten. Nur bitte lass es Wünsche sein und keine Erwartungen. Ist es dann auch damit gemeint, dass man den Wunsch loslässt? Ja, also nicht mehr dran festhält. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Parkplatz manifestiere, dann sage ich bitte zu meinem höchsten Wohl direkt vor der Tür einen Parkplatz. Aber ich lasse es dann auch los. Ja, genau. Und gib's ab und sag jetzt nicht, ich bleibe jetzt noch ewig drin hängen und klappt es jetzt wirklich oder genau, wird's richtig, noch mal richtig. Oder lass es gehen. Ich sag mal, du musst nicht den Wunsch gehen lassen, aber die Erwartung, ja, und auch die Erwartung, auf welchem Weg dieser Wunsch jetzt in Erfüllung geht. Das kann nämlich ganz anders geschehen, als du für möglich hältst, kann auf völlig anderem Wege zu dir kommen, kann auch zu einer unterschiedlichen Zeit zu dir kommen. Ich sag immer, sobald ich das Steuer loslasse, wirklich loslasse, in dem Moment gebe ich dem Universum die Chance, es noch viel besser zu machen, als ich das in meiner beschränkten Vorstellung mir eben gewünscht habe. Und das ist der Vorteil des Loslassens. Es ist dann alles möglich und du bist im Vertrauen. Irgendwas und irgendwann wird dann schon geschehen. Nur ich muss jetzt nicht mehr bestimmen, wie genau und wann genau. Ja. Ich habe mir auch irgendwann dann angewöhnt, dazu zu sagen, zum höchsten Wohl aller. Genau, sehr schön. Weil ich auch schon mal gemerkt habe, wenn man sich ums Biegen und Brechen seinen Wunsch manifestiert,
ist es manchmal auch nicht in der optimalsten Variante dann für alle. Ja, oder? Ja. Bei bester Gesundheit und bestem. Ja, finde ich auch sehr schön. Ja, finde ich sehr schön. Dass man dann wirklich sagt, dann schließt man das schon mit ein. Genau, genau. Und dann sage ich mir immer, wenn es dann nicht passiert ist, dann war es nicht zum höchsten Wohl von allen. Genau, ganz genau. Richtig. Und dann kommt was Schöneres, Besseres. Ich glaube, das hat auch dieses Thema Wunscherfüllung nicht auch sehr viel irgendwann später mit der Kunst des Zufriedenseins wirklich in sich zu ruhen, dem Leben zu vertrauen. Mhm. Also ich merke wirklich so die Entwicklung, je weniger im Urvertrauen. Also wir kommen ja alle, sage ich mal, sehr extrem aus der Balance so ins Berufsleben. Und dann fängt man an, sich ganz viele Dinge zu manifestieren und dann muss es noch ganz viel auch Materielles sein und so. Mhm. Und je mehr man eben bei sich ankommt und in der Liebe und in dem Vertrauen, desto ganz andere Wünsche, oder es kommen dann auch irgendwann gar keine Wünsche mehr, weil man so in dem Flow ist. Ja, ja. Wäre das auch so ein Rückschluss, also wenn die Liste dann halt endlos ist, dass man dann einfach mal schaut, wo bin ich denn eigentlich wirklich, wirklich im tiefsten Inneren unzufrieden? Ja. Also Wunscherfüllung oder auch das Bewusstsein für Sprache, das ist natürlich immer von dir abhängig und dem Punkt, wo du gerade stehst. Also es gibt vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt, die können sich unter Umständen gar nicht vorstellen, dass man mit Worten tatsächlich was manifestieren kann, ja. Und andere sind schon so im Urvertrauen drin, das ist eine Selbstverständlichkeit. Oder eben, da brauchst du eigentlich gar keine Wunschformulierung mehr, weil es geschieht ja sowieso alles zu seinem Besten. Also, und ich glaube, da gibt's auch kein Instrument, ob und wie ich zu diesem Urvertrauen komme. Im Prinzip ist es, also ich erlebe es als Gnade, dass ich schon immer so ein Urvertrauen hatte und halt immer auch die Erfahrung gemacht habe, das Leben wirkt zu meinen Gunsten. Das Leben, auch wenn ich schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, letzten Endes ist es gut für mich. Es wirkt zu meinem Besten. Mhm. Nur wo wir da stehen, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr individuell. Und dass wir da eben dann auch nicht die Erwartung haben, dass alle jetzt gerade über dieses Urvertrauen verfügen müssen und dass wir allen zugestehen, an genau dem Punkt zu stehen, wo sie dann halt gerade sind im Leben. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du mir auch beschrieben, dass du gerade zum Thema inneren Kind auch sehr viel anbietest. Und könnte es auch sein, dass wenn das innere Kind Frieden findet und in Heilung kommt, dass dann automatisch das Urvertrauen, weil ich glaube, dass diese Unsicherheit im Leben auch ein Stück weit dieses Kind ist, was so verloren ist und nicht gesehen wurde und nicht sich gefühlt absolut, hat. Absolut. Oder? Ja, dass natürlich. Man über die Heilung dann. Genau. Ja, das ist genau der Grund, weshalb die ersten drei Module in meinem Online-Training für Mütter und Väter, die dürfen das natürlich gerne auch machen, erstmal nicht so viel mit Sprache zu tun haben. Das erste Modul heißt, wer da spricht, sind deine Eltern. Das zweite heißt, wer da schreit, ist dein inneres Kind. Mhm. Und das dritte heißt, dein Kind ist dein Spiegel. Denn ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selber, solange ich mit mir nicht im Reinen bin, solange ich meine Muster, Glaubenssätze, Konditionierungen nicht erkannt habe und mir erlaube, diese zu hinterfragen und es anders zu machen, als so, wie ich es selber gelernt habe. So lang habe ich Stress, so lang ist wertschätzende Kommunikation sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Mhm. Ja, also da, oder ich kann es dann versuchen, wertschätzend zu sein, gerate da aber immer wieder mal an meine emotionalen Grenzen. Deshalb ist es für mich eine Voraussetzung, dass wir uns mit diesen Themen, mit uns selber erstmal beschäftigen,
Bevor wir dann die sprachlichen Instrumente einsetzen und anwenden können. Mhm. Ja, ja, da sprichst du also was Wahres an. Also da würde ich ja super gern noch ein Interview mit dir machen über die innere Kindarbeit, weil ich denke, das wird für die Zukunft schon ein wichtiger Faktor sein, weil jetzt gerade ja wirklich die wenn ich so beobachte, wenn Menschen in Streit geraten oder Paare, das sind ja wie zwei Kinder im Sandkasten, die sich permanent die Schippe auf den Kopf hauen. Genau, genau. Und wenn man das nicht klärt, dann kommt das nächste Kind in den Sandkasten und knallt dir die nächste über. Nur die ist halt ein bisschen größer. Ja, genau. Tut ein bisschen mehr weh. Ja, genau. Das ist wie Robert Betz, wenn er dann sagt, ne, wenn da in ein Unternehmen jeden Morgen 300 Mitarbeiter reinströmen, strömen eigentlich 300 kleine Kinder rein. Ja. Und einige sind sich dessen schon bewusst und andere halt noch überhaupt nicht. Ja. Genau. Daher ist diese innere Kindarbeit, die bei mir jetzt angestoßen wird, ja. Es gibt da andere, die besser dafür geeignet sind, das auch zu begleiten, wirklich. Das kann ja ein langer Prozess sein. Nur, ich darf einen Input bekommen in diese Richtung. Mhm. Ich darf merken, dass da ein inneres Kind ist und dass dieses innere Kind darüber entscheidet, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte und eben, was ich dann auch sage, ja. Kommt mir jetzt gerade so als Beispiel, gell, wenn du jetzt so einen Mann hast, der sein inneres Kind noch nicht geheilt hat, weil er dem Papa noch imponieren will, der kleine Junge, dann hat er vielleicht stellvertretend auf seiner Liste Ferry, erfolgreich, Teamleiter, Führungskraft, Marathon gewinnen. Genau, genau. Wenn der aber dann mit seinem Vater, das innere Kind, sich begegnet und das Thema heilt und die Liebe wirklich vom Vater spürt, die bedingungslose Liebe, nicht gekoppelt an Leistung. Mhm. Mhm. Wenn der danach noch mal eine Liste schreibt, da steht da sicherlich nicht mehr Marathon-Ferry. Nein, da verändert sich so manches. Ja. Und dann habe ich auch eine ganz andere Wahrnehmung meiner Umgebung, der Reaktion meiner Partnerin, meines eigenen Lebens. Ja. Und mit dieser veränderten Wahrnehmung verändert sich dann natürlich auch die Kommunikation. Mhm. Und ich... Also darum geht's ja auch eigentlich. Ich habe dann nicht mehr so viele rote Tücher, auf die ich einfach unwillkürlich reagiere und ausfallend werde und sprichwörtlich außer mich gerate, sondern ich weiß dann, aha, jetzt ist das innere Kind in mir gerade daran. Da kann ich mich auch aus der Situation erstmal nehmen, das mit mir selber anschauen und brauche dann nicht den Partner, die Partnerin als Projektionsfläche, ja. Also das hat einen unglaublichen Einfluss auf die Kommunikation, diese innere Kinderarbeit. Ja. Wunderschön. Mhm. Liebe Karin, es war sehr schön, unser Interview. Ich schon wieder zu Ende. Ja, wow, dass das ist ja schnell du da gegangen. Bist. Und wenn die Menschen jetzt wirklich mal einsteigen möchten, diese ganze Sprache, alles, was... Mhm. Was man da alles so mitnehmen kann, auch beim Manifestieren und in seiner wertschätzenden Kommunikation. Gibt es da Möglichkeiten, sich einfach mal zu informieren, einzusteigen? Ja, genau. Auf meiner Webseite, das ist ein guter Einstiegspunkt, unter www.karinschrag.com. Da finden sich einerseits kostenlose Instrumente, um sich mit dem Thema erstmal zu beschäftigen. Da gibt es auch so viele Sprachtests. Es gibt PDFs zum Herunterladen, gratis, kostenlos. Und dann lege ich allen natürlich meine Online-Trainings ans Herz, die es einerseits für Mütter gibt, andererseits für Führungskräfte und ich habe auch ein breites Online-Training, das heißt Komm in deine Schöpferkraft und da sind alle bewussten Menschen, alle sprachaffinen Menschen auch herzlich eingeladen, sich mit diesem Thema nicht nur zu beschäftigen, sondern tief einzutauchen, die verschiedenen Sprachaspekte kennenzulernen und auch dann die Instrumente kennenzulernen, die sie anwenden können, um eben die eigene Sprache lebensgestaltend einzusetzen. Toll. Toll, da müssen wir auch noch drüber reden. Wundervoll, genau. Entschuldigung. Ja, da gibt's nämlich auch noch einiges drüber zu berichten. War mehr habe ich jetzt auch heute neu gelernt, ja. Ja, danke, danke, liebe Karin und bis bald hoffentlich. Ich danke dir, Corinna. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. In weiteren Interviews spricht Karin über das Thema Kommunikation auch noch und die können Sie über unsere Webseite www.qs24.tv einsehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.